Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge meiner Road to All N64 Games. Ja, lange ist her, dass ich ein Video geuploadet habe. Ich glaube 2016, 2017 komplett ausgefallen. Ja, jetzt können wir aber wieder weitermachen. Und ja, ich habe ein paar Spiele im Zulauf und ein paar sind schon wieder da. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Und zwar das erste ist Top Gear Overdrive. Ja, ist ein Spiel der Top Gear-Reihe. Ich habe es mal angetestet. Es ist schon wieder ein bisschen länger her, dass ich es angetestet habe, deswegen weiß ich auch schon gar nicht mehr genau, um was alles ging. Auf jeden Fall ist ein Rennspiel. Dort kann man, glaube ich, auch ein Auto fahren, das wie das N64-Logo aussieht. Ist auch sauschnell und ich bin mit dem Auto gefahren und direkt überall immer explodiert, weil es einfach zu schnell war. Aber es ist an sich ein solider Racer, kann man durchaus mal fahren. Und ja, jetzt auch in unserer Sammlung, beziehungsweise in meiner. Und dann fangen wir doch gerade mit dem nächsten Spiel an. Und zwar ist es Box Champions 2000. Ich hatte das schon mal in der Sammlung, da war aber das Cover so ein bisschen, also hier hinten vor allem, komplett am Arsch. Und da habe ich mir gedacht, nee, das kommt wieder fort und kommt irgendwann mal neu. Und jetzt habe ich es auch wieder. Ist ja für damalige Verhältnisse ein realistisches Boxspiel gewesen. Nicht so eins wie Ready to Rumble Boxing. Ja, macht aber jetzt nicht so viel Spaß, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mal so einen Quick Round gemacht und ja, es ist einfach draufdrücken, draufdrücken, draufdrücken ohne Ende. Und ja, ich bin auch gleich mal kaputt gegangen, aber ja, ist halt für damalige Verhältnisse, ja, war es bestimmt okay, aber für heute, ich würde es nicht mehr zocken. Ja, dann haben wir NBA In The Zone 2000, ist schon ein Spiel, was mehr dem Ende des N64 entgegenkam. Hat sich, glaube ich, auch jetzt nicht mehr so gut verkauft am Schluss. Ja, ist aber eigentlich gar nicht so schlecht für ein Basketballspiel. Weiß jetzt nicht, ob sie sich jetzt was verbessert zu den Vorgängern. Aber das kann man auf jeden Fall mal spielen. Ist auch mehr Realismus angelegt als jetzt im Comic-Stil. Und ja, ist halt ein Basketballspiel. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Machen wir gerade weiter mit dem nächsten. Und da haben wir schon Vigilante 8 Second Offense. Habe ich lange drauf gewartet, dass ich es endlich habe. Jetzt habe ich beide Teile. Der zweite Teil wurde ein bisschen entschärft. Also es gibt dort keinen Schulbus mehr, aufgrund auch von den ganzen Amokläufen in den Schulen damals. Der Schulbus musste jetzt einem Gefängnisbus weichen. An sich ist es das gleiche Spielprinzip, mit den Autos rumfahren, die anderen kaputt machen und macht auch durchaus immer noch Spaß. Also das finde ich eigentlich eins der cooleren Spiele für den N64 und kann ich nur jedem empfehlen, wer das noch nicht gespielt hat. So, und dann haben wir ein The New Tetris. Ja, was soll man zu Tetris sagen? Ich habe es eingelegt und habe direkt mal, ich glaube, eine halbe bis dreiviertel Stunde nur an einem Spiel gehockt. Weil es einfach ins Unendliche ging. Ein paar Mal war ich darauf, kaputt zu gehen, beziehungsweise ja, keinen Tetris mehr zu schaffen. Und dann habe ich doch irgendwie die Reihen wieder aufgelöst bekommen. Macht auf jeden Fall immer wieder Spaß, egal in welchen Version Tetris. Ja, Tetris sollte ja eigentlich jeder kennen. Und ja, das ist halt der New Tetris. Also macht nicht viel anders als andere Tetris. Ist halt für ein N64. So, und dann haben wir Rugrats, ich weiß jetzt gar nicht, die große Schatzsuche heißt es, genau. Ich dachte eigentlich erst, es wäre so wie der Nachfolger, so ein Jump'n'Run in 3D, aber nein, das ist so ein Spiel, wo man mit den Rugrats, also man sucht sich eine Spielfigur aus, ist dann auf so einem Spielbrett und muss dann halt würfeln und durchgehend warten, bis dann die anderen auch gewürfelt haben und so weiter. Also ich habe es angespielt und ja, ich fand es eigentlich ein bisschen langweilig, weil es halt so lang gedauert hat, bis man wieder dran kam. Ja, also für mich ist es jetzt nichts. Man kann sich ja Gameplay mal auf YouTube angucken, aber ja, ich muss es halt haben, aber spielen muss ich es jetzt nicht unbedingt. So, und dann kommen wir zu Tess Express. Das habe ich angefangen zu zocken. Das hat mir auch wesentlich mehr Spaß gemacht. Ich habe jetzt zwar jetzt nur ungefähr 5 Minuten gespielt, aber das, was ich gespielt habe, war schon ganz, ganz witzig. Ich habe mir jetzt da jetzt nicht irgendwie angeguckt, ob es jetzt eine Story hat oder sonst was. Auf jeden Fall ist es im 3D-Stil gehalten mit dem Tess und
Ich weiß aber jetzt nicht genau, was er machen muss oder was auch nicht. Ich bin da durch die Gegend rumgehüpft oder beziehungsweise rumgeflogen. Und ja, sah durchaus spaßig aus. Werde ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Und ja, dann machen wir mal weiter. So, dann haben wir Tonic Trouble. Hatte ich lange nichts von mitgekriegt. Ist auch ein Jump'n'Run in 3D. Mit dem, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ob der Tonic Trouble heißt, glaube ich jetzt nicht, aber ja, ist auch 3D-Hüpfer, macht durchaus Spaß, kann man sich auch bestimmt länger mit beschäftigen. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber ja, grafisch auch jetzt nicht so scheiße. Ich denke mal, das macht Fun, muss man ausgiebig testen, denke ich mal, um dort besseres Urteil zu machen zu können, aber ja. Ich denke mal, es ist nicht schlecht. So, und dann kommen wir auch schon zum letzten Spiel von dieser Folge. Und zwar ist es Batman of the Future, The Return of the Joker. Ich muss sagen, ich habe das angezockt und ich bin da auch gleich mal dran hängen geblieben. So ein paar Levels habe ich gemacht. Ich habe aber keine Speicherfunktion gefunden, was ich ein bisschen blöd fand. Ich weiß jetzt nicht, ob das nicht so lang dauert, das Spiel, und dass man das dann in einem Zug vielleicht in 2 Stunden durch hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde das damals ja auch nicht so gut bewertet. Kam auch so ziemlich zum Schluss, glaube ich, von der Ära des N64 raus. Wurde wirklich, glaube ich, damals zerrissen. Ja, so, also ich muss sagen, grafisch ist es jetzt auch nicht der Oberburner. Ich habe auch da wirklich nur ein paar Gegner immer umgehauen. Und selbst wenn man gestorben ist, konnte man gerade wieder in dem Level anfangen. Sonderlich schwer war es jetzt nicht, muss ich ehrlich sagen, aber. Hat durchaus seinen Zeitvertreib, wo man mitmachen kann. Aber ja, so schlecht würde ich jetzt nicht sagen, dass es ist. Ja, das war's auch schon von der Folge. Wir sind jetzt bei 177 Spielen. Ja, es ist noch immer noch ein kleiner Weg und wir haben ja immer noch ein paar Hochkaräter, die wir da haben. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge, wenn es mal wieder heißt, zu meiner Road to All N64 Games. Bis dahin, euer Pripple.